Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von Ixion. Wir sind immer noch dabei, unser Nahrungsproblem zu lösen. Wie geht denn unser Recycling-Stuff hin, sag mal? Wir haben schon mehr Arbeit. Brauchen wir mehr Arbeit? Frage, nächste Frage, ne? Wie viele Leute fehlen mir denn? 10. Okay, wir sind in einem neuen Sektor angekommen. Immer weniger Hülle. Wir haben immer noch Nahrungsprobleme. Die sollten jetzt aber so langsam verschwinden, tatsächlich. Hier muss ich hin. Genau. Dann lass doch bitte so machen. Ja, erst die voll und dann die. Weil die sind eigentlich beide gleich wichtig. Ein neues Ereignis. Bitteschön. Okay. Ja, Freunde. Religionsfreiheit, wer Spaß dran hat. Dann geht da jetzt keinem schadet, ist mir das eigentlich recht. 64. Okay. Moin. Also, ersten Berichten zufolge haben wir das Wrack der Itemenaki-Kommandozentrale gefunden. Das UNO-Schiff wurde offenbar angegriffen. Okay, also das UNO-Schiff hat unser anderes Schiff kaputt gemacht und das selber wurde zerstört. Obwohl die Kommandozentrale der Itemenaki stark gepanzert ist, hat sie unter einer extremen Bombardierung gelitten. Etwas scheint die größere Superstruktur der Itemenaki durchtrennt zu haben. Lol, okay. Dies muss die Kommandozentrale herausgerissen und vom Rest des Schiffes abgetrennt haben. Trümmer und Leichen treiben durch das Wrack. Wir haben einen Riss in der Panzerung entdeckt, durch den wir ins Innere gelangen. Dann mach das doch mal bitte. So. Ich brauche halt eigentlich einen, wobei ist eigentlich egal. Also, ich brauche einen, der Eisen sammelt. Also Eisen abbaut. Und dann brauche ich einen, der Silizium abbaut. Das ist eher nebensächlich. So, aber dann machen wir hier da. Und da so. Genau, Sektor 1. Bevölkerung, jo. Nahrung, jo. Kohlenstoff. Rest nebensächlich. 2. Silizium, genau. Gibt es kein Silizium. Gehst du das einsammeln? Ansonsten Nahrung. So, du holst Eisen. Genau. Der Rest ja nebensächlich. Du holst auch Eisen. Können wir das so machen. Und das so machen. Ja. Machen wir das so. Sektor 3. Ja, was holen wir denn? In Sektor 3. Stimmt, Eis. Er kann ja nicht nur Eis holen. Joa. I guess. Dann holen die halt auch Eisen. Ich meine, Eisen halt dann nach Sektor 3. Und in Sektor 3 ist halt dann weggeschifft. So.
Ja, Nahrungsprobleme. Sollte ich jetzt eigentlich nach und nach aufklären. Genau, wir haben aber Stromprobleme. Deswegen würde ich gern in Sektor 1 das da bauen. So, aber wer möchte jetzt hier was von mir? Da! Administrator, das Trümmerfeld, in das wir geraten sind, besteht hauptsächlich aus Leichen. Die treibenden Körper stoßen gegen den Rumpf und die Geräusche hallen in allen Sektoren wieder. Dies ist der Besatzungsmoral nicht zuträglich. Das Berichte weisen darauf hin, dass Außenbordteams ihre Erfahrung bei der Arbeit außerhalb der Tycoon mit Kameraden im Speisesaal teilen, was das Problem noch verstärkt. Heißt, wir sollten hier nicht lange bleiben. Okay. Dann suchen wir mal nach einer Mission. Zack. Nice. Ja, wir können jetzt hier auch nicht so lange bleiben. So. Ich weiß, das arbeitet schon nonstop. Ja, das reicht nicht. Nee, das da. Ach! Das Krieg wieder ändern. Geht aber noch nicht. Okay, ja, dann kannst du eigentlich ausprobieren. So, optimal. So, Nahrung! 6 erhalten Abfall und Nahrung um. Ah ja, ist immer so ein Gebäude, was hier an so einen Rand dran muss, ne? Okay. Gut, wir haben immer noch Nahrungsprobleme. Atomkraftwerk. Okay. Zur Aufbereitung. Entdeckt den Wasserbedarf eines Sektors. Okay. Drohnenbucht. Aha, Gesundheitszentrum. Okay, also brauchst du einmal ein Krankenhaus und dann ist gut. Ja, weiß ich ja nicht. Mehr Abfall. Ja, was machen wir da jetzt? Jetzt hilft mir eigentlich beides nicht. Hier, das können wir mal machen. So. Die Streik. Oh, die sind wütend, ne? Die nichts zu essen haben. Ihr habt doch jetzt 24 Nahrung. Mehr braucht ihr da aber gar nicht. Mehr kann ich auch gar nicht bauen. Freunde. Seid ihr halt wütend. Was soll ich machen? Noch mehr Nahrung krieg ich nicht. A science ship team has completed a task. Vielleicht mal ausschwärmen. Ja, habe ich in Sektor 3 eigentlich was für Eisenannahme? Ja, habe ich. Okay. Okay. Die gefrorenen Räume, durch die sich das Team der Maxwell arbeiten musste, stammen aus einem Albtraum.
Die meisten Oberflächen weisen Projektilschäden auf und elektrische Brände wüteten in den Korridoren. Nicht zu vergessen der allgegenwärtige Anblick von Leichenteilen. Auf der Brücke fand das Team die Leichen des Kommandanten und anderer Offiziere. Sie haben sich offenbar das Leben genommen. Okay, krass. Wir müssen die Remus-Daten bergen. Die Tycoon sollte in unmittelbarer Nähe zur Kommandozentrale bleiben. So kann das Team der Maxwell Energie der Station über den einziehbaren Telekursmast nutzen, um auf die Terminals zuzugreifen. Alles klar. Dann beeilt euch mal bitte. Die Besatzung findet nämlich gar nicht cool. Wir haben gebrochene Nahrungsmittelproduktion. Aha. Ja, wir haben das Problem. Genau, du arbeitest nonstop. Ja, ich würde gern wieder mit dem Abfall. Abfallverwertung, let's go. Ab nach hier. Und hier machen wir ja, aktuell Stahl draus. Wir haben eigentlich genug FE, ne? Ja. Scheiße. Streiks. A violent strike has started on board the Tycoon. Ja, mit Sektor 2, ne? Ja. Kann ich einfach alle umsiedeln? Theoretisch. 54, 39. Da könnte ich noch eine hinsetzen. Ne? Weiß ich halt nicht, ob ich da auch eins hinsetzen könnte. Ja, wir müssen hier mal eben was ändern. Die haben doch 30. Hä? Wie viel brauchen die denn? Die haben doch 30. Ich verstehe das nicht, aber die haben doch genug Essen. 30 Nahrung im Lager, was willst du von mir? Kann man das bitte jemand erklären? Scheinbar ja nicht. Keine Sonde fertig. Weil ich das automatisch ausgemacht habe, ne? Ne, doch. Ach, wir haben die Ressource nicht. I see. Ja, Jungs, kriegt sofort was zu essen. Ja, bitte. Arbeitskräfte können ja nicht schaden. Ich glaube, das ist jetzt sofort weg. Ich brauche ein zweites Forschungsschiff, brauche einen neuen Sektor. Erstmal die Nahrung hier stabilisieren. Obwohl, ich brauche mehr Strom. Von allem einfach gerade mehr. Guck mal. Okay, Nahrungskrise bewältigt. Jetzt wieder Happa Happa. Ihr auch. Und ihr sowieso. Weil ihr lebt ja hier im Schlaraffenland. Ihr seid sogar glücklich. Kann ich die hier sogar abreißen? Theoretisch zumindest.
praktisch halt eigentlich auch. Das wird halt hier noch ewig dauern. A science ship team has completed a task. Ja. Oh Gott, Administrator, die Remus-Koordinaten sind nicht hier. Wie Sie wissen, sind Wohl oder das Wohl aus, ich hoffe, Koordinaten äußerst komplexe Algorithmen, die fortgeschrittene Technologie zur Lagerung und Anwendung benötigen. Wir können einen Lagerbereich in der Kommandozentrale ausfindig machen, in dem diese Art Ausrüstung, vielleicht auch die von der Protagoras gestohlene, eventuell gelagert wurde. Sie wurde jedoch herausgerissen, mit Schneidelasern abgedreht und weggeschafft. Wir haben einen kleinen Hoffnungsfunken. Wir fanden ein einzelnes beschädigtes Terminal, die Energie von der Tiquin, ermöglicht uns den Zugriff. Offenbar konnte die Besatzung in den letzten Momenten der Etemanaki, während sie gegen den kolossalen Schaden ihrem Schiff anging, die selbst ähnliche Signatur ihres Angreifers identifizieren und aufzeichnen, als dieser sich zurückzog. Vielleicht hofften sie, die gestohlenen Remus-Koordinaten zurückzuholen. Schreibt ihr auf Blatt Papier, Alter. Wir besitzen nun diese Signatur. Sie gehört zur Piranesi, einem Schiff der Schwarzmarkt-Kollektivs. Aha, das ist also die dritte Fraktion. Hier verschwindet unsere Hoffnung. Die wenigen Offiziersprotokolle mit Angriff sind erschreckend. Höchstwahrscheinlich findet sich die Remus-Koordinaten nur an Bord der Piranesi. Die finden wir safe im nächsten System. Dank alter Aufzeichnungen von nun inaktiven Notsignalen können wir andere Teile der Itaminaki-Orten in diesem System herumtreiben. Ja, okay, also wir müssen noch 6 Zyklen hier chillen. Das ist leider so. Ich bringe aber immer wieder Eisen. Und da arbeiten wir halt gerade auch dran, aber das ist halt ein Problem. Dann lassen wir die 2 Chips machen. Dann machen wir da. So. Errungenschaft. Mach, dass es aufhört. Nice. So, hier haben wir zu wenig Leute. Wenig Leute von heute. Wie viel fehlen mir denn hier? 60. Wo sind die alle hin? Was läuft alle hin? Ja, vielleicht. Von 20 anfangen. Sektor 2. Ne, von Sektor 3 nach Sektor 2. 20 Arbeitskräfte, bitte. So. 100 Nahrung sind da unten. Ich werde hier oben Lagerproblem kriegen. Ich muss mehr Nahrung lagern. Ich glaube, 1 reicht. Okay. Wirklich, dass 1 reicht, wenn das nonstop läuft. Safe. Komm mal fertig da jetzt. Brauch ein Polymer. Aber zack, zügig. Population transfer complete. Let me look. Ah, hier, let me look. Nicht Arbeitskräfte. Ja, wie viel Platz haben wir denn hier noch? Kapazität 600. Also von Sektor 1 nach Sektor 3. Nicht Arbeiter. 30 Stück da runterschicken. 68. 26. 68, 26, 34. Okay, nice. Passt. Überhöhen von mir aus. Ja. Okay, Sektor 2 sagt, ich habe nicht genug Krankheitsbetten frei. Ja, sind gleich fertig. Aber mal ein bisschen warten, bis man hier ins Krankenhaus kommt. Das ist halt manchmal so. So, Kohlenstoff. Ja,
arbeiten dran. Ich sag's mal so. Wir haben mittlerweile genug FE, also genug Eisen, aber... Okay. Nice. Während der Etemenaki im Krug-System verweilt, wurde sie von der Piranzi überraschend angegriffen. Berichten zufolge kam es zu enormen Verlusten. Die UNO-Besatzung konnte eine Schwachstelle im Verteidigungssystem der Piranesi ausfindig machen und einen Enter-Angriff starten. Die Piranzi feuerte ihre Hauptwaffe ab und floh aus dem System. Die letzten Überlebenden des Angriffs, die ihre Kuro-Kapsel nicht erreichen konnten, erlagen entweder der Kälte oder stickten langsam in den folgenden Tagen. Krass. Nehmen wir das letzte noch und dann springen wir hier weg. Ja. Das sieht gut aus. 1,8 Zyklen müssten hier auch alle durchkommen. 3, 5, 1. Ja. Moment, 1. Fortsetzen. Ja, einen Zug bauen wir auch noch. Kommt der eigentlich dann hin? Sektor 1 zu 3, jo. 37 Nahrung, ihr habt 40, okay. Passt. Jetzt tritt das ja langsam ein, was ich meine, dass wir einfach zu viel Nahrung haben. Echt ein Luxus ist. Passt hier nicht eins hin? Nee, leider nicht. Ärgerlich. Sektor 2. Ich wollte gerade sagen, es sind zwei Krankenhäuser, die sind voll. Wir müssen bald mal hier das Krankenhaus hier erweitern. Oder die Krankenstation. Schwebebetten. Ja, 5 würden mir ja schon helfen. Gerade erforsche ich aber Sondenwerfer, ne? Dass die schneller oder weiter fliegen oder so. Ja, das wird schon. So, wir müssen die Fähigkeit erhöhen. Das läuft hier weiter. Ne, dann nicht. Nur kurz angeteased. Okay, nice. Dann können wir jetzt hier weit weg. Durch die Stromversorgung der Kommandozentrale konnte das Team der Maxwell die Kernmissionsdaten extrem analysieren. Die Etemenaki war ein UNO-Schiff, das ursprünglich andere Exoplaneten suchen sollte. Frühe Reiseprotokolle bezeugen eine äußerst mangelhafte Vorbereitung für diese Aufgabe. In Ermangelung eines bewohnbaren Exoplaneten haben sie scheinbar nach von der UNO deklarierten Feinden der Menschheit gesucht. Dolos und die Ashtangiten. Durch den Angriff auf die Protagoras konnte die Etemenaki schließlich Remus lokalisieren. Ah, die UNO hat uns gesucht und uns töten. Ist aber nett von denen. Gefallener Reaktor. Industriewrack. Ja, also ich würde mit der Tiquin gerne dahin springen. 1,8 Zyklen. Macht der Sektor hier aber noch nicht ganz mit. Bald aber. Eingehender Anruf, ja bitte. We have found the Piranesi signature stored in the Etemenaki's destroyed command center. It is a ship unlike any other in our records. A formidable opponent, now in possession of the Remus coordinates. The eventual failure of the Typhoon's hull is inevitable. Ja, aber nicht jetzt, wir haben gar keine Waffen. Wir können ihn mit Nahrung ersticken. Before we leave the system, we must find a way to develop an effective countermeasure strategy. Das ist eine gute Idee. You can implement a new policy. Administrator, a new request awaits your attention. Ein abtrünniges Raumschiff der Schwarz. Marktkollektiv, die Piranesi. Okay, was hab ich jetzt hier gerade freigeschaltet? Kann ich jetzt Schiffe bauen? Verstehe nicht. Let's go. Please. Weil die kriegen hier die Krise. Seit Leichner gegen Donner. Was ich ja durchaus verstehe. See ya! Alter, ist die riesig. Die war ja, keine Ahnung, 10-mal so groß wie wir.
Das ist echt sick. Ja, ja, passiert. Ja, bitte. Oh, ja. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht Leute, nicht 100 Leute transferieren. Funktioniert nicht. Caution. Entering debris field. Nee, nicht gut. So, was haben wir fertig? Was ist jetzt hier mit Sektor 2 mit der Krankenstation? 15. Ja, ich muss das abforschen. Krankenstation, genau, Krankenstation. Bitte. Ich muss auch hier bald wieder Wasser anschmeißen. Sofort fertig. Okay, gut. Tada! Holy! Was sind das für Riesenteile, Alter? Echt riesig. A science ship has arrived at its destination. Uiuiui. Unsere Sensoren haben einen Teil der Itimenake geordnet, der durch das Vakuum des Weltraums treibt. Erste Messungen registrieren viele organische Reste. Wir sind gelandet. Dieser Bereich der Itimenake war für die Nahrungsmittelproduktion des Schiffs zuständig. Die Produktion war in zwei Zonen geteilt, pflanzlich und tierisch. Wir sind außerdem auf einen in sich geschlossenen Bereich gestoßen, der eine Wärmesignatur erzeugt. Das Areal ist klein, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich dort Überlebende befinden. Okay, wir gucken erstmal nach Überlebenden. Nahrung können wir noch bergen. By the way, ich habe keinen Platz für noch mehr Leute, ne? Also bitte findet niemanden. Sorry, ich muss weg. Ich brauche mehr Platz. Ist halt leider so. Warte mal, ich muss mal die Lager hier nach erweitern, forschungsmäßig. Okay, wir haben ja genug Strom. Meine Arbeiter. Geht arbeiten. Wir schicken nochmal von Sektor 3 nach Sektor 2. Den Arbeitskräfte. Ne, weil hier haben wir mehr als genug Kapazitäten. Das sieht, okay. Warum liegen jetzt da so Menschen? Das verstehen? Kohlenstoff. Mangelressource. Ja. Ne, irgendeiner von euch ist bestimmt auch Silizium. Ja, aber der geht dann Kohlenstoff abbauen, safe. Und einer ist auch von euch Kohlenstoff-Main. Nice, okay. Duty! Ja, der Bums, der läuft noch. Alle! Kann ja gar nicht mehr funktionieren, oder? Population transfer complete. Genau, die arbeiten jetzt beide wieder nonstop. Ich bin immer noch 30. Bin ich ehrlich. Sektor 1. Bam kann zu Hause. Ich habe halt also 250 Siedler, ne? Die muss ich halt leider auch mal langsam loswerden. Ja, du, nicht Arbeitskräfte, 100. Sektor 1 und 3, schick doch nochmal 50. Nicht Arbeitskräfte. Sektor 3, wir haben hier die Kapazitäten. 36 Nahrung, 40, 35, 70. Passt. Passt auch. Ja, perfekt.
Okay, ja. FE bis der Arzt kommt. Du bist darauf umgestiegen. Das kann man also lassen. Ihr habt mehr Arbeit. Das ist nicht gut. Habt ihr mehr Arbeit? Das kann ich ausmachen, dann ist wieder optimal. Aber das wird euch nicht helfen, ich brauche mehr Arbeiter. So, getötet, nice. Beim Betreten des Areals sah sich die Besatzung der Maxwell einem UNO-Soldaten gegenüber, der extreme Anzeichen von Demenz aufwies. Der Soldat schrie die Worte, stirbt Dollars Abschaum. Er öffnete das Feuer. Die Konfrontation endete mit einem Druckabfall aufgrund von Projektilbeschuss und sowie dem Tod des Soldaten und zweier Besatzungsmitglieder der Maxwell. Bei der anschließenden Untersuchung kam das Team zu dem Schluss, dass es sich hier um einen Ort der Indoktrination für die Arbeitskräfte der umliegenden Produktionsbereiche handelte. Sie fanden Überreste einer Statue, mit dem Ruhm der Etemenaki-Kommandanten gewidmet war, sowie weiterer Kunstwerke, die die Feinde der Menschheit, Dollars und die Ashtangis verurteilten. Okay. Dann gucken wir uns mal die pflanzliche Zone an. Aber hier geht es erst im nächsten Teil weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.